Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man in den Abendstunden, also hier in Kopenhagen zur blauen Stunde, die Lichter und Farben einfängt. Vielleicht erstmal etwas zur Situation. Der Ort ist hier in Kopenhagen, in Nyhavn. Ein wirklich toller Ort, wo hier sich Restaurant an Restaurant reiht. Es ist abends viel los und man hat hier diese wunderschönen farbigen Häuser. Und meine Idee war, diese farbigen Häuser einzufangen mit den entsprechenden Abendbeleuchtungen. Also hier hatte ich erstmal das Pech, es gab keine Wolken, es gab keine Farben am Himmel. Aber zur blauen Stunde ist es am besten, wenn man später fotografiert, wären im Prinzip hier die Dächer, die Schatten nahezu schwarz. Und wenn man früher fotografiert, dann ist es eben noch nicht beleuchtet. Dann hat man dieses Ambiente noch nicht. Dann habe ich probiert unterschiedliche Verschlusszeiten und habe festgestellt, dass man gar nicht zu lange belichten darf. Meine Idee war ja, perfekte Reflexion hier im Wasser hinzubekommen. Dazu muss man dann eben möglichst ruhiges Wasser haben oder entsprechend länger belichten. Das war hier nicht möglich, denn das Boot hat sich minimal bewegt, sodass alles, was hier über 20, 30 Sekunden Belichtungszeit wurde, dann wurde das Boot dann doch leicht verschwommen. Das hier ist eine 10 Sekunden Belichtungszeit und hier ist es noch scharf. Also dann fange ich mal an, weil erstmal so aus der Kamera heraus sieht es ziemlich enttäuschend aus und gar nicht so schön, wie es vor Ort letztlich ist. Das erste, was ich machen werde, ich werde diese Verzerrung, diese stürzenden Linien gerade ziehen. Dazu gibt es einen Live-Filter und zwar Perspektive. Ich zoome mal ein bisschen raus, weil jetzt kann ich das hier oben so anfassen und gerade ziehen. Orientiere mich jetzt mal hier an diesen Fenstern, kann man eigentlich ganz gut, braucht man keine weiteren Hilfslinien, was sonst auch möglich wäre, und ziehe mir das Bild jetzt mal gerade. Das ist die erste Vorbereitung und dann brauche ich noch eine zweite Vorbereitung, bevor es dann wirklich losgeht, und zwar eine Auswahl erstellen. Es gibt ja hier zwei Bildbereiche, die ich unterschiedlich bearbeiten möchte im Wesentlichen, nämlich einmal die Häuser und einmal den Himmel. Ich möchte ja die Häuser aufhellen, wenn ich aber alles aufhelle, dann wird ja der Himmel nachher viel zu hell, als wenn Tageslicht wäre. Insofern werde ich hier eine Auswahl erstellen, damit ich das separat bearbeiten kann. So, in dem Fall ist es ganz leicht. Man hat hier also einen gleichförmigen Himmel mit guten Konturen. Insofern brauche ich nur auf das Ausgangsbild gehen. Ich muss jetzt aufpassen, weil jetzt ist nämlich der Filter aktiviert. Auf das Ausgangsbild gehen, nehme den Schnellauswahlpinsel und ziehe den jetzt rüber über den Himmel. Wenn man schnell macht, wäre man im Prinzip schon durch, aber das Ergebnis würde dann nicht so gut werden. Wenn ich jetzt also hier recht starke Veränderungen vornehmen würde, also was ich ja möchte, kann ich ja schon mal vorher erwähnen, dass ich hier das alles heller machen möchte, dann würde ich helle Farbsäume bekommen, so Fringing, so weiche, helle Kanten. Das finde ich, sieht nicht so schön aus. Und da kann man sich mit behelfen, indem man diese Auswahl jetzt ein klein wenig verändert. Mir geht es ja erst im ersten Schritt, also so der wichtigste Schritt, die Häuser aufzuhellen. Jetzt habe ich ja allerdings den Himmel ausgewählt, also kehre ich die Auswahl um. Das mache ich jetzt. Man sieht also, jetzt ist dieser Bereich hier markiert. Und jetzt behaupte ich einfach mal, also ich weiß es, ich habe es probiert, wenn ich jetzt so starke Veränderungen vornehme, dann hätten wir am Ende diesen hellen Farbsaum. Um das zu verhindern, kann ich jetzt die Auswahl ein bisschen verkleinern. Also gehe ich auf Auswählen, Vergrößern und Verkleinern. Und jetzt kann man das einerseits über den Schieberegler machen, dass man dann nur nicht so präzise. Und die Werte, die ich jetzt hier nehme, die mögen für andere Bereiche überhaupt nicht gelten, denn es hängt jetzt davon ab, welche Pixelgröße das Bild hat. Ich habe eine 24-Megapixel-Kamera als Anhalt. Wenn man also eine größere Auflösung hat oder eine deutlich kleinere, dann verändert sich das. Also ich sage jetzt mal bei meiner Auflösung im Verhältnis, ich werde die Auswahl um 4 Pixel verkleinern. Deshalb minus 4. Das wende ich jetzt an. Wenn ich jetzt also auf die Kante gehe, dann sieht man es auch genauer. Er ist ein bisschen eingerückt. Was mir ist eigentlich eine Ungenauigkeit, aber was man jetzt noch hätte, man hätte eine harte Kante, also dieser andere Bereich wäre ja dann dunkler. Und da kann man die Übergänge weicher werden lassen, indem man jetzt die Auswahl weich zeichnet. Also ich gehe wieder auf Auswählen, diesmal auf Randschärfe
Und jetzt kann ich den Bereich festlegen, den er als Übergang nimmt. Daran muss ich mich jetzt orientieren, dass ich ja vorher die Auswahl um 4 Pixel verkleinert habe. Und dann sage ich mal, die Hälfte des Wertes 2 Pixel soll er weich zeichnen. Und damit ist dann jetzt gewährleistet, dass die Kanten nicht so harsch bearbeitet werden. So, das waren die Vorbereitungen und jetzt fange ich mit der eigentlichen Bearbeitung an. Wie schon gesagt, finde ich, dass die Häuser jetzt zu dunkel sind und gar nicht die Farben wiedergeben. Und auch dieser Bereich hier, den finde ich zu dunkel. Auch das Boot finde ich persönlich zu dunkel. Deshalb nehme ich eine Anpassungsebene Belichtung und ziehe jetzt die Belichtung hoch. Und das ist dann natürlich eine Geschmacksfrage, wie hoch man hier geht. Also ich möchte tatsächlich, kann man jetzt kritisieren, so richtig leuchtende Farben haben. Es ist ja im Prinzip schon gar nicht mehr Abendstimmung, es ist taghell. Aber so mein künstlerisch-stilistisches Mittel, ich möchte es so hell haben. Im anderen Bild kann man es natürlich auch ein bisschen moderater rangehen und nehme jetzt diesen Wert. Allerdings weise ich jetzt mal auf Folgendes hin. Ich habe nämlich einen Schaden verursacht. Ich finde, dass diese Häuser hier grundsätzlich schon mal ganz gut aussehen. Ich blende das nochmal aus, dann sieht man es besser. Wir haben ja hier lauter Lampen an den Schirmen und die habe ich jetzt versaut. Jetzt ist das alles noch eine grelle, helle Masse. Und auch hier finde ich bei dem Schriftzug gegenüber hier, man kann es gar nicht mehr erkennen. Damit will ich sagen, die Belichtung ist ja jetzt gleichförmig überall angehoben worden. Und ich möchte die aber gar nicht überall anheben. Nämlich das, was schon hell ist, das möchte ich gar nicht noch heller werden lassen, sondern nur eben, sagen wir mal, die mitten bis dunkleren Töne. Dazu gibt es bei Affinity Photo seit Version 2 eine spezielle Maske. Ich gehe jetzt mal auf das Maskensymbol, indem ich die Options- bzw. Alt-Taste gedrückt halte und nehme da die Helligkeitsbereichsmaske, was bei Photoshop und anderen Programmen Luminanzmaske heißt. So, jetzt sehen wir hier eine Kurve mit 2 Punkten erstmal. Man kann eben so viele Punkte setzen, wie man will, aber 2 Punkte sind standardmäßig gesetzt, nämlich links für dunkel und rechts für hell. Jetzt ist der Graph ganz oben, das heißt, alle Tonwerte werden durchgelassen, wie wir ja gesehen haben. Dieser Bereich brennt aus. Wenn ich also jetzt hier was verändere, dann sage ich, bei den dunklen Bereichen wirkt sich das nicht mehr aus. Ich möchte aber, dass diese hellen Bereiche geschützt werden. Also gehe ich hier mit dem hellen Bereich runter und damit habe ich schon ein deutlich besseres Ergebnis. Ich kann allerdings auch das Ganze hier noch ein bisschen verändern. Kann auch sagen, nein, der Rest soll schon grundsätzlich heller werden und das dann so machen. Also hier kann man dann individuell sich die Kurve setzen, wie man sie haben will. Und damit finde ich, wenn ich jetzt mal nur diese Helligkeitsbereichsmaske nochmal zeige, kann ich nämlich diese ganzen Helligkeitstöne wieder retten und wieder zurückholen. Für meine nächste Anpassung lasse ich übrigens die Auswahl aktiviert, damit ich nur mich im Bereich der Auswahl bewege. Also als nächste Anpassung möchte ich so ein klein bisschen Schärfung, Kontrast reinbringen, womit auch ein bisschen die Farben angehoben werden. Dazu gehe ich mal wieder auf das Originalbild und nehme den Live-Filter Klarheit. Ich finde, der kommt ganz gut. Der schärft moderat, setzt ein bisschen Kontraste und poppt auch die Farben ein bisschen. Auch hier eine Geschmacksfrage, wie hoch man geht. Ich würde mal bis zu diesem Wert gehen. Ich hoffe, dass ihr den Vorher-Nachher-Unterschied gut sehen könnt. Ich hoffe, dass es mit der YouTube-Komprimierung zu sehen ist. Finde aber trotzdem, dass noch ein bisschen mehr Kontrast passen könnte. Also gehe ich einfach mal ganz manuell an den Kontrast ran. Aktiviere wieder das Ausgangsbild, damit der Kontrast sich auf dieses Bild auswirkt. Und nehme einfach nur den Regler Helligkeit Kontrast und ziehe den Kontrast mal ein bisschen hoch. Also hilfreich ist es, wenn man sich irgendwie eine Stelle drauf konzentriert und anguckt. Ich nehme jetzt mal diesen beiden Fenster und diese Mauersteine, um die es mir auch geht, dass die ein bisschen mehr hervorkommen und ziehe jetzt mal den Kontrast ein bisschen hoch und nehme mal jetzt so diesen Wert. Jetzt sieht man ja schon, dass man damit auch gleichzeitig wieder Helligkeit rausnimmt. Es wird alles ein bisschen dunkler. Das finde ich bis zu einem bestimmten Maße sogar ganz gut, denn die Beleuchtung ist ja unten, so meine Idee jetzt von der Komposition. Unten spielt sich das Ganze mit dem Licht ab und nach oben hin wird es ja eigentlich auch dunkler. Und ich habe ja jetzt alles gleichmäßig aufgehellt. Insofern finde ich es eigentlich ganz gut, dass ich gerade ein bisschen mehr Dunkelheit erreiche. Möchte aber diesen Bereich hier wieder ein bisschen aufhellen und diesen Bereich aufhellen.
Das mache ich mit einer erneuten Belichtungsebene. Also wieder dieses Bildausgangsbild markieren, nochmal eine Belichtungsebene nehmen und jetzt mal gucken, wenn man so auf diesen mittleren Bereich guckt, wie sich eine Belichtungserhöhung auswirkt. Und da finde ich, das ist jetzt zu hell, vielleicht diesen Wert finde ich ganz gut. Hier oben finde ich es jetzt allerdings zu hell und das möchte ich jetzt also ändern, indem ich sage, grundsätzlich bin ich mit dem Wert zufrieden, aber nicht überall. Also mit Command und I invertiere ich das Ganze. Dann nehme ich mir einen Pinsel, Farbe Weiß. Der sollte ganz weich sein. Und dann kriegt man ja, wenn man hier so rüberfährt, schon eine Vorschau, was passiert. Und dann gehe ich hier mal in die Mitte so rüber und helle nur diese Mitte auf. Also nicht hier nochmal die Schirme und nicht die Dächer. Nur so die Mitte. Und damit kommen natürlich auch diese Farben. Ich finde ja, dass hier ein besonderes Merkmal ist, dass die Häuser so schön farbig sind. Jetzt kommen auch die Farben mehr zum Vorschein. Dann möchte ich dieses Boot ein bisschen mehr hervorbringen und etwas von dieser Kaimauer oder wie man das dann auch nennen mag. Und damit bin ich eigentlich mit diesem Bereich schon mal recht zufrieden. Ich finde allerdings, bedingt durch die lange Belichtung, den Himmel zu hell. Also würde ich jetzt abschließend noch ein bisschen was am Himmel machen. Also wir haben ja immer noch die Auswahl aktiviert auf unten. Aber zur Erinnerung, ich habe ja ursprünglich mal den Himmel ausgewählt und habe die Auswahl einfach nur umgekehrt. Ich kehre also die Auswahl wieder um, so wie sie mal war. Also jetzt haben wir tatsächlich wieder den Himmel ausgewählt und sage jetzt mal, dass ich diesen Himmel ein bisschen abdunkeln will. Dazu nehme ich also wieder die Belichtung. Wir brauchen also hier bei diesem Tutorial öfter die Belichtung. Und diesmal gehe ich also runter, macht es dunkler. Sagen wir mal so, das können wir hinterher noch nachkorrigieren. Was jetzt auffällt ist, dass der Himmel an Farbe verliert, also gefühlt. Der verliert natürlich keine Farbe, aber es wirkt mir zu gräulich. Und es war ja eigentlich die blaue Stunde, also möchte ich das Ganze wieder so ein bisschen in Blau haben. Und das geht, indem ich jetzt zum Beispiel, also eine der Möglichkeiten ist, auf den Weißabgleich zu gehen und einfach mehr Kälte reinzubringen, also sprich mehr Blau, gehe ich mehr ins Blaue, würde ich mal so weit rangehen, dann ist der Himmel jetzt blauer. Man könnte durchaus probieren, ob man bei der Tönung ein klein bisschen ins Violette geht. Wenn es jetzt nicht zu doll macht, finde ich, sieht es auch ganz gut aus. Und damit wäre jetzt hier die Bearbeitung fertig. Ich finde, dass jetzt die Abendstimmung mit den bunten Farben und den Lichtern gut zur Geltung kommt. Und hoffe, dass es eine Anregung ist, vielleicht bei euch in der Nähe irgendwie eine ähnliche Szenerie zu fotografieren und ähnlich zu bearbeiten. Jetzt kann ich die Auswahl wirklich mal abwählen. Und dann gucken wir uns nochmal die einzelnen Schritte an. Das war das Ausgangsbild. Wir haben zuerst gerade gerückt. Wir haben Klarheit reingebracht. Wir haben diverse Belichtungsebenen eingefügt. Wir haben die Farbe im Himmel verändert. Wir haben Kontrast verändert. Und ganz wichtig, dieser Bereich mit der Helligkeitsbereichmaske, um diese kleinen feinen Lichter zu retten. Und fertig wäre mein Bild. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jake.